Guck mal, Max. Ist mal ein schöner Platz hier, oder? Die Kamera hat es gerade gezeigt. Deutsche Meisterschaft. Court, Spiel. Schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass ich auch mal hier sitzen kann und die Spiele anschauen kann. Was sehen wir gerade so? Er kann es jetzt gerade nicht sehen, aber Yvonne. Ja, Yvonne. Eins gesetzt. Genau, gut zu schauen. Sehr starkes Damen-Einzel. Ja. Dann hinten Kai Schäfer. Ich glaube, im ersten Satz zu 3 gewonnen. Oder? Ah, war deutlich, oder? Ja, sehr hoch, mit 17 Durchschnitt. Der könnte, bei uns ist Max Weißkirchen, habt ihr schon mitbekommen, der könnte um den Titel eine Rolle spielen, oder? Könnte, ja. Könnte. Aber wir haben Pressekonferenz, du bist selbstbewusst genug. Du holst dir das Ding wieder, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich versuche alles, mein Titel zu verteidigen, bin noch gut vorbereitet und ich bin gut vorbereitet. Hast auch eben ein Spiel hier, auch auf Court 2 geliefert. Wenn das so ganz glatt läuft, und das lief ja am Anfang so wie Schnittenbrot, hat man dann auch mal Sorge, dass man so sagt, boah, das geht jetzt hier alles so einfach? Also machst du es dir dann sozusagen mal ein bisschen schwerer, um ein bisschen mehr Feldpraxis zu kriegen? Ja, auf jeden Fall. Ich kann längere Ballwechsel zu machen, weil ich ein besseres Gefühl habe für das Feld. Einfach und auch für mich, dass ich ein besseres Gefühl habe. Und also man geht halt schon länger im Ballwechsel. Also, ja, Feldgewöhnung, sehr wichtig bei der deutschen Meisterschaft. Dann haben wir aber noch was ganz Tolles für euch Fans, weil ihr könnt ihm nämlich nicht nur im Einzel die Daumen drücken, sondern du hast die Nummer 1 der Setzliste abgegriffen. Trauriger Anlass eigentlich, Marc Ramsfuß verletzt, kennst du gut, wünschen wir erstmal gute Besserung beide, ja, denke ich mir. Marc, komm bald wieder. Jetzt Rent-a-Partner sozusagen, hast Marvin Seidel übernommen, auf 1 gesetzt. Da geht was, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben letztes Jahr auch zusammengespielt. Leider im Halbfinale, dann musste er aufgeben, verletzungsbedingt. Und ich glaube, wir können ziemlich weit kommen. Vielleicht holen wir auch eine Medaille, vielleicht werden wir auch Erster, wer weiß. Ich sage euch, es lohnt sich auf jeden Fall, in die Seitenstecherzahle zu kommen. Ja, unter anderem wegen Max. Bleib so wie du bist, Max. Hab ein bisschen Spaß. Und ihr könnt vorbeikommen, dann könnt ihr mit ihm ganz viel Spaß haben, wenn er ihm nämlich zuschaut. Viertelfinale, Freitag, ist eh schon gut, oder? Genau. Muss. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend. Ciao, ciao.